Nein, die neue Landesregierung ist nicht etwa dabei, sich gerade zu konstituieren. Das kann noch eine Weile dauern. In der Zeit haben rund 100 Jugendliche die Macht im Wiesbadener Landtag übernommen. Beim Planspiel Wir sind Abgeordnete werden sie einen Tag lang die ganz großen Fragen der Landespolitik wälzen. Sei es Bildungspolitik, Sozialpolitik oder die Energiewende. Danach heißt es einen Gesetzgebungsprozess nachstellen, mit allem, was dazugehört. Fraktionssitzungen abhalten, Initiativen formulieren und in Ausschusssitzungen diskutieren. Kurzum, es gibt viel zu tun und das bleibt nicht ohne Wirkung. Also ja, es bringt mir einerseits die Politik sehr viel näher. Also ich konnte es mir immer nicht so ganz vorstellen. Man sieht zwar immer in den Nachrichten oder so, wie das ungefähr aussieht, aber da auf den Stühlen sitzen ist schon ein ganz anderes Gefühl. Und es bringt mir auch allein auch die Interessen der Menschen sehr viel näher. Und ich interessiere mich jetzt auch schon mehr für Landespolitik, weil davor war das eher so ein bisschen nur die Bundespolitik. Doch bevor sich alle in ihre Sitzungsräume zurückziehen, dürfen die Oberstufenschüler hessische Landespolitiker über deren Arbeit befragen. Und die müssen Rede und Antwort stehen. Mit dabei unter anderem CDU-Politiker Axel Wintermeyer und Grünen-Politikerin Sigrid Erfurth. Auch wenn von den 16- bis 18-Jährigen viele noch nicht wählen dürfen, interessiert an der Landespolitik bzw. an der Wahl sind sie allemal. Ja, also ich habe das schon schon verfolgt. Gerade nach den Zahlen hat man festgestellt, dass die Verhandlungen lange dauern werden. Ja, also habe ich auf jeden Fall. Mein Bruder und meine Eltern dürfen halt auch schon wählen und dann haben wir uns vorher darüber auch in der Familie halt unterhalten und auch im Provi-Kurs haben wir uns auch darüber intensiv unterhalten und das habe ich verfolgt. Das Ziel des Planspiels, am Ende soll ein Gesetzgebungsprozess nachgespielt werden. Und da das die Schüler und Schülerinnen nicht alle Tage machen, gab es vorher im Unterricht nützliche Infos an die Hand. Wir haben die Schüler nach ihrer Erst- und Zweitwahl in Fraktionen eingeteilt und innerhalb dieser Fraktionen haben sie während der Unterrichtszeit sich mit den Parteiprogrammen und mit den zu behandelnden Themen beschäftigt. Zum einen ging es darum, sich mit dem Schulsystem zu befassen, mit dem Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen und mit erneuerbaren Energien. Darüber soll ja heute auch verhandelt werden und Anträge und Gesetzesentwürfe vorbereitet werden. In drei Plenarsitzungen werden sich schließlich die Angehörigen der fünf Parteien, darunter die Ökologische oder die Arbeitnehmerpartei, hitzige Debatten über Sozialpolitik oder Energiewende liefern. Ach ja, ist doch fast wie immer.